was soll ich sagen? Ich hab ausgeholt und Tristan eine reingehauen. Volle Breitseite. Ja, das ist mein Mädchen. Dich in der Branche so zu diffamieren, also der soll mir mal im Dunkeln begegnen. Vorsichtig, heiß. Der will dir tatsächlich deine Karriere ruinieren. Und hat auch noch Erfolg damit. Es tut mir so leid. Schon okay, Papa. Ich muss weitermachen. Oh, den Punsch hast du aber ordentlich aufgemotzt. Lass Mama bloß nicht davon probieren. Wo ist denn die Kuh? Ja, Mama? Die Kuh? Mama. Weißt du nicht, seit wann wir diese Grippe haben? Seit vor dem Krieg. Witzig. Seit dem ersten Jahr unserer Ehe. Du, den Esel hast du gut wieder hingekriegt. Fuß im Kopf habe ich gerade gelernt. Ja, ich bin vorsichtig. Ist fest. Ich kann mir Weihnachten ohne unsere Krippe überhaupt nicht mehr vorstellen. Und ich könnte mir ein Weihnachten ohne euch nicht mehr vorstellen. Was ist? Jetzt rennen sie alle zu den Lahnsteins, zu dieser Großveranstaltung, statt mit mir die Tradition zu pflegen. Wie sehen denn diese zu pflegenden Traditionen aus? Das fragst du nicht im Ernst, oder? Naja, Krippe aufbauen, Punsch trinken und dann in den Wald gehen. Um die schönste Tanne aller Zeiten zu fällen. Ja. Ja. Ja, und? Ja, und wie es aussieht, gehe ich wieder allein in den Wald. Wer sagt das denn? Ja, so wolltest du ja wohl nicht mitkommen, oder? Hey, als Förstertochter gehe ich notfalls auch mit Stilettos in den Wald. Vorsicht, die Schafe. Ich weiß, kommt schon, die Tanne wartet. Na los. Na, wenigstens eine Tochter, für die der Begriff Tradition auch Bedeutung hat. Früher, da ist die ganze Familie noch mitgekommen, wenn wir die Weihnachtstanne geschlagen haben. Das war ein richtiges Ritual. Bist du jetzt nostalgisch? Nostalgie ist ja keine Krankheit. Es ist eher ein Gefühl. Eine Erinnerung an schöne und wichtige Dinge. Mhm. Naja, wenigstens bist du ja dabei. Das zeigt mir, dass du vielleicht langsam in das Alter kommst, in dem du erkennst, wie wichtig es ist, solche Familientraditionen aufrechtzuerhalten. Papa, ich muss dir was sagen. Was denn? Etwas, das dir nicht gefallen wird. Ah. Du schenkst mir eine Krawatte zu Weihnachten. Rebecca und ich werden die Weihnachtsfeiertage nicht in Düsseldorf verbringen. Ja, weißt du, wir dachten, wir müssen einfach mal raus. Es ist so unglaublich viel passiert in diesem Jahr und ich habe Angst, dass Tristan über die Weihnachtsfeiertage. Wie auch immer, ich werde mich hier einfach nicht entspannen können. Ich kann ja verstehen, dass du nicht auf dem Schloss feiern willst. Aber bei uns zu Hause, da herrscht Frieden. Das weißt du doch. Ja, ich weiß. Vielleicht hat das ja alles nicht mehr so eine Bedeutung für mich. Es war immer schön. Aber wie wäre es, wenn es jetzt mal ein bisschen anders läuft?